Ja, hallo zusammen. Mal wieder ein kleines Update zum Projekt Senderpult. Es geht ja relativ langsam voran, aber immerhin geht es ja voran. Ich habe jetzt mal meinen Senderpult ein bisschen modifiziert und zwar da die beiden Space-Mäuse jetzt auch richtig eingebaut. Und die Senderpult-Elektronik ist mittlerweile auf einer vernünftigen Platine. Das ist jetzt folgendermaßen verbunden. Man kann das, glaube ich, gerade noch so. Ich kann das jetzt nicht ein bisschen weiter auseinanderziehen, weil die Kabel so strack sind. Man kann das gerade noch erkennen. Hier gehen dann AUX 1 gehen also die Kabel rein von der Senderpult-Elektronik hier unten. Das ist dieser Verbinder hier. Dann haben wir hier einen Verbinder für die rechte Space-Maus. Wir haben hier einen Verbinder für die linke Space-Maus. Und dann haben wir hier noch einen seriellen Port. Da sind die beiden Inkrementalgeber dran. Der zweite geht also zu dem ersten und der erste schleift das dann durch an diese Schnittstelle hier. Und dann gibt es auch noch einen kleinen Empfänger, der hier so blinkt. Und der ist auch noch angeschlossen zusätzlich an der ersten Schnittstelle. Ja, und dann blinkt hier unten noch das Bluetooth-Modul. Ich habe ja jetzt auch noch ein Pad liegen, was jetzt aber nicht läuft. Und zwar, das hatte ich ja in einer anderen Folge schon mal gezeigt, das mit dem Pad, was jetzt hier die Sache ist, dass man eben über diesen kleinen Empfänger hier, der so blinkt, auch noch einen weiteren Sender anschließen kann, wie zum Beispiel, ich habe jetzt einfach mal den FlySky hierher genommen. Gut, gehen wir mal kurz in die Modellkonfiguration. Nein, gehen wir erst in die Systemkonfiguration auf die Hardware-Page und da steht hier bei AUX 1 steht SUMD-Eingang. Das kann man vielleicht gerade so sehen. Es blendet ein bisschen, aber ich will die Kamera jetzt nicht verrücken, sonst kann man den Rest wieder nicht sehen. Bei AUX 2 steht hier FreeSky D Input. Nun, das ist einfach jetzt bei mir zum Beispiel für die Schalter, für die Endschalter der Knüppel. Hat also jetzt erstmal mit dem Senderpult nichts zu tun. Es geht also hier um den SUMD-Eingang. Der SUMD-Eingang ist praktisch jetzt ein Schülersignal. Und das ist SUMD Version 1 oder 3. Von dem Pult wird jetzt SUMD Version 3 benutzt. Und das bedeutet, dass ich von dem Pult 32 Proportionalkanäle in den Sender speisen kann als Schülersignal und 64 Schalter. Okay, jetzt überlegen wir mal, wo die 32 Proportionalkanäle herkommen. Also wir haben hier bei den beiden Space-Mäusen insgesamt 12. Also jede Space-Maus hat 6 Kanäle. Dann haben wir hier zwei Inkrementalgeber. Da sind nochmal zwei Proportionalkanäle. Dann sind wir schon bei 14. Und dann haben wir hier nochmal einen zusätzlichen Sender, der über einen Empfänger angeschlossen ist, darüber kommen nochmal 16 Kanäle. Das wären jetzt insgesamt nur 30, aber immerhin, also zwei sind frei, da könnte man immerhin noch was mit dem Tablet machen. Ja, wird auch noch. Und es sind ja noch eine ganze Menge Schalter frei, weil ja nur zwei Switches hier benutzt werden. Die haben ja so Taster, kann man draufdrücken. Die werden dann auch transportiert. Okay, in dem Modell ist es eigentlich relativ straightforward. Wir müssen natürlich hier den Lehrermodus einstellen auf die Verwendung der seriellen Schnittstelle, über die das Lehrersignal reinkommt. Da haben wir eben gesehen, dass das die AUX1-Schnittstelle war. Und dann brauchen wir hier ein paar Mischer. Und das sind jetzt eigentlich alle Kanäle. Da steht also Channel 1 ist Trainer 1 und so weiter bis Channel 30 ist jetzt 10, Trainer 30, 2 hatten wir gesagt, sind unbenutzt. Und bei Channel 31 und 32 habe ich jetzt die zusätzlichen Geber, die hier in der Radio Master, die man jetzt nicht sieht, noch verbaut sind, draufgelegt. Beziehungsweise ich versuche es gerade mal. Hier oben, ganz oben, sieht man noch zwei Inkrementalgeber in der Fernsteuerung eingebaut. Das ist jetzt, die sind jetzt X1 und X2. Okay, dann gehen wir mal in den Kanalmonitor.
Dann gucken wir mal, die rechte Space Maus, das ist diese hier. Wenn ich also die horizontale Achse schiebe, dann ist das Kanal 1. Naja, ich lege meinen Stift weg. Wenn ich drehe, ist das Kanal 5. Die anderen Achsen darf ich natürlich jetzt nicht mitmachen. Hier haben wir dann auch nochmal horizontal schieben. Für D ist Kanal 7. Müssen wir die nächsten Kanäle mal hier auswählen. Kanalmonitor 9 bis 16. Da haben wir dann hier noch. Das geht dann also bis 12. Kanal 13 und 14 sind dann demzufolge unbenutzt. Dann kommen die Inkrementalgeber. Wenn ich also hier dran drehe, die sind jetzt also im nicht im Poti-Modus, sondern die sind im, ja, im zyklischen Modus. Der hier auch. Ja, und dann haben wir noch die Kanäle 17 bis 24, nochmal 8. Die kämen dann hier über den Empfänger rein. Schalten wir den mal an. So, gucken wir mal, was da kommt. Dann muss ich mal sehen, dass das im Bildschirm passt. Also hier habe ich was, da habe ich was. Die Achse. Dann habe ich hier die noch. So, die Schalter habe ich jetzt auch mal so gelegt bei der FlySky, dass die auf irgendwelchen Kanälen sich befinden. Und dann haben wir die hier noch. Genau. Achso, das ist schon wieder auf der nächsten Seite, glaube ich, dann. Ne? Noch so ein Schalter und dann haben wir hier unten noch so einen Regler. Und der erste Regler, der ist wieder auf der vorgehenden Seite. Was ist der? Genau, und dann haben wir noch die beiden Taster. Die sind dann, die stellen sich dann da als logische Schalter. Sollen wir hier mal in die logischen Schalter gehen, das ist da. Und zwar 15 und 16, also das ist hier Nummer 16, ich den drücke und das ist Nummer 17. Man muss die logischen Schalter auf ein SR-Flipflop einstellen, ohne jegliche Inputs für Set und Reset. Das ist eigentlich eine nutzlose Einstellung, aber wenn die gefunden wird von dem Sender, dann werden an der Stelle, also das SUMD3-Protokoll von dem Pult transportiert ja maximal 64 Schaltinformationen. Und wenn dort so eine Einstellung ist auf der entsprechenden Schaltposition von dem Zoom D3, also ein logischer Schalter, meinetwegen bei 16 mit SR-Flipflop ohne Eingänge, dann wird das so interpretiert, dass dieser logische Schalter von dem Zoom D gesetzt werden soll, wenn über das Zoom D praktisch eine Information zum Schalten reinkommt. Ja, mehr geht nicht. Ah, das kann man dann natürlich auch noch verteilen in der RegioMaster meinetwegen auf zwei Sendemodule, wenn man tatsächlich 32 Kanäle übertragen möchte. Oder man muss eben hier so ein bisschen hin und her schalten, dass man das ein oder andere auch mal deaktiviert. Oder beispielsweise den Tochtersender für den zweiten Mann, der also die Sonderfunktionen dann bedient, dass man den aktiviert oder nicht aktiviert, wie auch immer. Ja. Dafür ist es gedacht mit dem zweiten Empfänger. Der wird also auch durchgeschleift über das Senderpult, denn die Fernsteuerung kann ja nur an einer seriellen Schnittstelle ein Schülersignal entgegennehmen. Man könnte den Empfänger auch direkt anschließen. Gab es auch schon mal ein Video dafür an die RegioMaster, aber dann kann man eben auf dem anderen Port kein Schülersignal mehr empfangen von dem Pult. Es geht immer nur ein Schülersignal an einem seriellen Port. Das ist auch verständlich, sonst müsste man ja irgendwie dann sagen, welcher Input hat sozusagen Priorität vor dem anderen. Das kann man zwar auch lösen, aber das ist so in dem Konzept von OpenTX oder EdgeTX erstmal nicht vorgesehen. Okay, das war es mal dazu. Danke fürs Zuschauen. Ciao.